Es geht um die spezifische Leitfähigkeit, elektrisch gesehen, und dazu den spezifischen Widerstand. Den spezifischen Widerstand, den kennen wir, das ist eine Materialeigenschaft. Kurzzeichen dafür ist Rho. Ich verweise nochmal auf die Links. Leute, guckt hier oben auf das I. Da könnt ihr draufgehen, euch weiterbilden nochmal oder irgendwelche Erinnerungen holen. Dieses Video wartet hier, das bleibt dann stehen. Wenn ihr zurückkommt, verpasst ihr nichts. So wie ich aber auch was zum Leitwert gesagt habe und zum Widerstand, wieder auf den Link gucken, ist ein ganz kurzes Video. Das ist nichts weiter als das Reziproke des Widerstands, also nicht die Leitfähigkeit, das ist eine Stoffeigenschaft, sondern der Leitwert eines Materials, eines Leiters. So, auf zur Leitfähigkeit. Die wird mit Gamma oder mit Sigma, das ist das kleine Sigma, bezeichnet. Und wir wissen alle, dass der Leitwert G ist dementsprechend so zu errechnen. Und jetzt guckt euch mal die Formel bei der Widerstandsberechnung an. Hier heißt es A durch L und da bei dem Widerstand heißt es L durch A. Lässt sich schon darauf schließen, dass auch die Einheiten entsprechend anders sind. Ein kleines bisschen Verwirrung kann es geben. Ich erinnere nochmal an den spezifischen Widerstand. Der wird ja in Ohm und Quadratmillimeter pro Meter angegeben. Wenn ich jetzt statt Quadratmillimeter Quadratmeter schreibe, also das mal aufdrisele als Meter mal Meter, dann kürzt sich jeweils das Meter raus und ich habe, wird auch gerne gemacht, mal gemacht, Ohmmeter als auch gültige Einheit. Ist eine SI-Einheit, ist also kein Problem. Jetzt gucken wir uns nochmal die Leitfähigkeit an. Die wird angegeben in Siemens pro Meter oder in 1 durch Ohm und Meter. Woher kommt das? Wir wissen alle, Siemens ist der Kehrwert von Ohm, ne? 1 durch Ohm. Dementsprechend kann ich, jetzt habe ich es mal rot gemacht, wenn ich sage Siemens pro Meter und ich schreibe das Siemens mal rot, hier Siemens pro Meter, und ich sage, ach, das ist ja der Kehrwert, dann schreibe ich 1 durch Ohm, also das Ohm kommt mit unterm Bruchstrich und das schwarze Meter ist dieses Meter, was ich aus der originalen Einheit auch brauche. Dürfte nicht so schwer sein. Wozu brauchen wir die spezifische Leitfähigkeit? Auch für die Unterteilung zum Beispiel, als ist es ein Supraleiter oder einfach bloß ein elektrischer Leiter oder ist es ein Halbleiter oder ein Nichtleiter? Man sagt doch Isolator dazu. Denkt doch mal an die Links, dazu gibt es dann entsprechende Erklärvideos. Ah ja, mal ganz schnell zum Wort Stromdichte. Das wird euch auch mal aufkommen und zwar die Stromdichte J. Ach so, ich hätte das J, ja, das schreibe ich mal hin. J nennt die sich. Die Stromdichte wird auch mit Hilfe der Leitfähigkeit berechnet und zwar J ist gleich, und jetzt kommt hier die spezifische Leitfähigkeit, ne, das kleine Sigma, mal elektrische Feldstärke. Hoffentlich kriege ich den Link noch zur elektrischen Feldstärke an, was das ist. Ansonsten sucht einfach hier in den Playlists. Aber man sagt auch, die elektrische Feldstärke ist jetzt, und jetzt komme ich wieder auf den spezifischen Widerstand, dieses Rho, das kleine Rho, mal die Stromdichte. Nanu, stimmt hier was nicht? Wenn ich hier umstelle, also durch Rho teile, ja, und jetzt löse ich das mal auf. Achso, ja, jetzt löse ich den ganzen Spaß mal auf. Ich teile durch Rho, dann steht Feldstärke durch Rho ist J. Wenn ich jetzt aber mal substituiere und sage, eigentlich ist ja Rho nichts anderes als 1 durch Sigma wieder, na, dann kann ich hier substituieren und dann steht hier ein Doppelbruch und na, vielleicht kriege ich es als Link noch unter. Durch ist mal, das kennen wir ja. Dann steht also wieder E mal Sigma ist J. Also es ist nichts anderes. Das sieht bloß ein bisschen doof aus. Wozu braucht man nebenbei gesagt die Stromdichte? Naja, wenn ich schon mir die Einheit angucke, dann sehe ich schon, was da passiert. Das ist also Ampere, ne, Ladungen pro Zeit, pro Quadratmeter. Wenn ich den Leiter also mal durchschneide und hier diese Fläche, daher kommt das Quadratmeter, diese Fläche mir angucke und ich habe sehr viele Ladungen hier durchfließen, so wie hier zum Beispiel, dann habe ich hier eine höhere Stromdichte. Wozu braucht man das, könnte sich mancher fragen. Wir dürfen nicht vergessen, Beispiel in der Hochfrequenztechnik ist es so, da leiten komischerweise Leiter bloß noch an ihrer Oberfläche. Man sagt dazu auch Skin-Effekt. Deswegen werden in der wirklichen Hochfrequenztechnik, also ab, sagen wir mal, Ultrakurzwelle und aufwärts, ab Megahertz-Bereich, werden gerne Kupferdrähte genommen und außenrum versilbert. Denn Silber leitet noch ein bisschen besser als Kupfer. Und das bedeutet, ich kann eigentlich auf den inneren Teil des Leiters pfeifen. Es gibt sogar Hohlleiter,
weil innen sowieso nichts geleitet wird und so weiter und so fort. Kommen wir dann später nochmal drauf, können wir alles nochmal betrachten. Ich hoffe, das hat jetzt hier erstmal dazu gereicht, um gerade diesen Unterschied nochmal Leitfähigkeit und spezifischen Widerstand zu erläutern. Gut, bis später. Tschüss.